relativ klein. Zack, bist du schon tot. So eine Spinne braucht ja nur zwei. Oh, ich hoffe, du greifst mich nicht an. Ich hab dir nichts getan, Vogel. Ich hab dir nichts getan. Ups. So, geh weg, Vogel. Ich hab dir überhaupt nichts getan. So, nimm das mit und nimm das mit. Okay, jetzt können wir uns wieder auf den Weg zurück machen. Wir haben ja lange genug rumgeturnt. 14 Spinnennetze. Das ist schon nicht schlecht. Stöcke brauchen wir auf jeden Fall noch. Nehmen wir mal mit, wenn wir schon einen finden. Naja. Ja. It looks like it will burn well. Sehr geil. Ja, ich habe schon insgesamt wieder 3 Stöcke. Das ist ja schon eine Wahnsinnsausbeute. Naja, auf jeden Fall habe ich genug Spinnennetze. Das ist ja auch schon mal was. Oh, hier gibt es noch ein paar Stöcke. Die nehmen wir noch alle mit. Dann haben wir wenigstens ein paar. Stöcke brauchen wir echt so viele. Das ist echt unglaublich. Hätten sie ein bisschen weniger machen können in dem Spiel. So. Wo ist mein Weg? Der muss irgendwo hier sein. Da. Okay. Ich nehme mal ein bisschen Flint mit, das kann man immer gebrauchen. Wenn sie schon rumliegt. Da hinten einfach so viel Gold rumlag. Ich habe jetzt schon hier Unmengen an Gold. Wie viel Holz habe ich eigentlich noch? Muss ich noch einen Baum fällen gehen? 4 Stück. Mal für die Nacht reicht's, aber auch für nicht mehr. Heißt, wir nehmen mal die Axt in die Hand, würde ich sagen. Ich bin ein kleines Mädel. Ich habe eine Axt in der Hand. Damit hau ich dir den Kopf ab. Jetzt gucken keine Kinder zu, ne? Nein. Okay. So, bin ich wieder voll, kann ich weiterrennen. Danke für die Seeds. Die können wir später mal gebrauchen. Wenn wir dann mal oben wieder bei den Bisons oder was auch immer das sind, waren. Packen wir noch den Baum hier oben eben schnell. Das würde ich mal so vorschlagen, ne? Shop. Ja, es wird jetzt wieder, One less tree in the world. So ist es. Eigentlich brauche ich noch viel mehr Holz, ne? Gucken, was wir noch hacken können, bevor es ganz dunkel wird. Ja, die Axt ist kaputt gegangen. Ich habe es verstanden. Ach, das ist ja der Bug jetzt da, dass der Hämmer da wieder auftaucht. Ist ja echt ätzend. Ich will jetzt keinen Hammer bauen, wofür auch? So, wie viel Zeit haben wir noch, bis Nacht reinbricht? Nicht mehr allzu viel. Den fällen wir noch. Komm, den schaffen wir noch, oder? Ah, klar. Wo ist denn mein Lager überhaupt? Ist das hier irgendwo in der Nähe überhaupt, oder? Drücken wir mal schnell Tab. Oh, da unten. Boah, das schaffen wir nicht mehr. Wo ist es? Alter. Mein Gott, knapper kann man die Sache ja gar nicht mehr machen. Ich bin so gut. Boah, Hammer, jetzt geh weg. Was habe ich jetzt gemacht? Ein Razor. Okay, was auch immer. Nein, geh weg. So, stelle ich mir endlich mal so ein Ding auf hier. So ein, den da. So, den kann man immer gebrauchen. Jetzt habe ich, jetzt brauche ich den Head, den wollte ich machen. Und zwar Spider Head. Spider will call you Mom. Aber dafür brauche ich ein Spider Egg, das habe ich natürlich nicht. Ich brauche den hier, den wollte ich eigentlich haben. Ich kann leider nur nicht gucken, wie man den craftet, weil hier schon wieder irgendwas eingeblendet wird. Was ist das denn hier? Meat Effigy. Ach so, ja. Mhm. Ich würde gerne diesen bauen. Ah, ich brauche ein Seil dafür, genau. So war das. Ein Seil da oben. Und jetzt kann ich mir diesen Hut machen. Den da. Genau, und jetzt direkt auf. Das ist praktisch. Jetzt nehmen wir das hier in die Hand. Und dann rennen wir gleich und holen uns ein paar Bienen. Also gleich ist relativ. Und wir können auch schon losrennen, ne?
Kreuzertag! Flamm! Flamm? I'm not afraid of you. It's so dark. Oh, es ist jetzt, es ist wirklich dark. Wenn jetzt die Flammen nicht angehen, bin ich gleich tot. It's so dark. Oh oh. Da muss man mal ein bisschen Gottvertrauen haben, glaube ich. So, oben müsste irgendwo die Bienen sein. Muss ich erstmal jetzt wieder neu suchen. Ich weiß, hier unten sind auch welche, aber ich nehme jetzt die hier oben, weil ich gerade schon mal da war. Schmetterlinge fange ich jetzt nicht. Ich will einfach nur Bienen haben. Wo sind sie denn jetzt? Hallo Bienen. Bienen, where are you? I know you were there. Stöcke nehmen wir natürlich auch noch mit, wenn wir gerade schon mal hier sind. Ich hätte mal ein bisschen Morsel fangen können, ne? Egal, ich habe hier noch ein bisschen Möhre. Komm her, Biene. Eine habe ich. Da. Zwei. Ich brauche vier Stück. Wo ist er jetzt? Da. Jetzt habe ich drei. Mehr Bienen sind wohl nicht da, ne? Gerade. Gut, dann rennen wir jetzt zum anderen Bienenstock. Wir brauchen ja vier. Hilft ja nichts. Na komm. Ach ja. Die alte Leier hier. Mitnehmen, was geht. Vor allem Stöcke. Stöcke, Stöcke, Stöcke. Wir müssen auf jeden Fall noch mehr Fallen aufbauen. Um mehr Morsel zu kriegen. Weil wir sind ja quasi, verhungern ja gleich. Also ganz so schlimm ist es noch nicht, aber schon ziemlich nah dran irgendwie. So, runter, 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 runter. Also viel Zeit bleibt uns auch nicht mehr in dieser Aufnahme. Und wir haben 1.28 Uhr. Für die Leute jetzt ist es 1.28 Uhr. Für euch ist irgendwie Weihnachten oder sowas. Gerade 2 Uhr mittags oder so. So, und für alle, die es noch wissen wollen, das Spiel macht mir immer noch Spaß, sonst würde ich es nicht spielen. Und ich nehme es auch gerne für euch auf. Also ihr könnt euch das gerne weiter angucken. Es ist zwar nicht so das Megaprojekt, das so viel geguckt wird, aber mir macht es einfach tierisch Spaß und deswegen mache ich es einfach weiter. Bleib hier, ich will dich fangen, jawohl. Da ist noch eine, komm her. Da ist noch eine, komm her. Den Stock nehmen wir mit. Oh, da hier sind noch viele Bienen, komisch. Sind hier so viele Blüten oder was? Komm her. Und euch beide kriege ich auch noch. Ui, jetzt haben wir mal Bienen hier. Damit kann man ja richtig was anfangen, hoffe ich. So, ich würde meinen eigenen Bienenstock noch bauen. Und für meinen eigenen Bienenstock sollte ich vielleicht auch ein paar Pflanzen mitnehmen, oder? Da ist der Truthahn. Achso, ich kann diese Blume gar nicht mitnehmen. Ich muss irgendwas loswerden. Das da. So. Ich weiß, hier sind viele Blumen, aber... Truthahn, komm her, komm. Ich dränge dich jetzt an die Weltrandkarte und versuche dich zu töten. Also ich habe gehört, so soll man ihn töten können, aber... Der frisst die Bären! Habt ihr das gesehen? Hau doch zu! Der ist viel zu schnell. Jetzt kommt! Ah, oh, so blöd, der hat nicht zugehauen. Ich krieg dich, ich krieg dich. Truthahnjagd. Bald kannst du nicht mehr weg. Der haut aber auch nicht zu, meine Tusse hier. Weil ich den jetzt rumhetze hier. Na toll, hier ist dieser Weg. Wenn ich ihn da drauf hetze, dann... Ja, renn weg, komm, ist egal. Ich hab keinen Bock mehr auf dich, ne? Hab ja keinen Bock mehr. So, dich kriegen wir, komm her. Natürlich rennst du noch da unten, natürlich. Nein, den aber. Zack. Die anderen sind zu nah an ihren Löcher. Ja. Hier unten muss irgendwo mein Feuer sein. Habe ich noch genug Brennmaterialien? Ja.
Noch genug Gras, ich glaube schon. So, was machen wir denn hier? Noch ein paar Mausefallen aufstellen wäre geil, ne? Jetzt sollte ich auch einfach mal eine Kiste bauen. Für eine Kiste brauche ich allerdings mehr Holz. Da müssen wir erstmal ein bisschen Chop Suey betreiben. Wo ist denn meine Axt? Da oben. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wir machen erstmal ein bisschen Chop Suey. Da oben ist der Truthahn. So ein lästiges Viech, ey. Ja, ja, Vogel, hau ruhig ab. Werde ich gleich noch ein bisschen mehr Fallen aufstellen, denke ich. Um dann meine Nahrungsmittelposition auch ein bisschen zu sichern hier. Ich bin ja eher immer gerade auch am Verhungern. So, den da auch noch vielleicht. Was habe ich jetzt im Metall gekriegt? Man weiß es nicht. So. 16 Tage. Ich ärgere mich immer noch über mich selber, dass ich da gestorben bin. Aber wie gesagt, konnte ich das ja vorher gar nicht wissen. Mich droppen? Hatte ich noch... Ich habe doch hier... da habe ich Setzlinge. Seht ihr? Ich habe noch Setzlinge. Ein paar neue Bäume einpflanzen, damit ich auch gleich wieder ein bisschen Holz kriege. Und dann sollte ich mal so langsam anfangen, ein bisschen Holz in mein Lagerfeuer reinzuschmeißen. Kann ich auch die da reinschmeißen? Oh, das ist ja ein Riesenfeuer. So. Hör auf, so Apparat, ey. Jedes Mal selber mit dir. So, dann wächst hier wieder was. Bisschen Holz da reinschmeißen. So. Jetzt brauche ich eine Truhe erstmal. Für eine Truhe brauche ich da ist es Bretter. Und Bretter mache ich hier. Ein, drei Stück brauche ich, glaube ich. Eins, zwei, drei. Dann machen wir uns erstmal eine kleine Truhe. Wo ist die denn jetzt schon wieder? Ich habe die doch gerade noch gesehen. Da. Einfach mal dahin pflanzen. Okay, so, die können wir jetzt mal aufmachen. Da können wir jetzt hier zum Beispiel das Gold reintun. Dann, achso, das können wir mal eben kochen, wollte ich sagen. Das ist ganz gut. Das machen wir mal eben. Essen wir auch mal direkt hier die vier Stück. Kau schneller, Mensch. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Möhre. Das können wir noch kochen. Ein bisschen Morsel haben wir auch. Den kochen wir direkt auch noch hier. Zwei Stück. So, was haben wir hier noch? Blumen haben wir. Die brauchen wir gleich wahrscheinlich. So, hier können wir noch ein bisschen was reintun. Und zwar dieses hier. Okay, haben wir auf jeden Fall genug Platz jetzt. Jetzt, was müssen wir für die Bienenzucht bauen? Da. Bretter brauchen wir und Honig. Honig. Wo kriegen wir Honig her? Das ist ja nicht dran steht, wo man das herkriegt, ne? Müssen wir wahrscheinlich so einen Stock ausrotten. Das machen wir einfach, den oberen machen wir gleich kaputt. So, gucken wir, ob wir noch ein bisschen Holz kriegen. Ich sehe nichts. Ah, da liegt noch ein Stück. Wo gerade ein Stock Holz ist ein bisschen wenig, aber da liegt noch eins. Kaputt. Neues Werkzeug machen. Hacke. Jo. Ja, ja, das Ding ist zwar ein bisschen bewegt, aber ich kann es nicht ändern im Moment. Es tut mir echt leid. So, ein paar Bretter machen. Die gibt es hier unten, glaube ich. Da. So, da haben wir quasi die beiden Bretter, die wir brauchen. Für unseren Bienenkorb. Müssen wir noch Honig sammeln. Den kriegen wir auch da oben. Hau mich einfach alles da oben kaputt. Ist mir ganz egal. Und dann werde ich die Bienen aber auch fangen wollen. Habe ich noch einen Kescher oder ist der aufgebraucht? Schippe, Spitzhacke. Ich kann mir auch einen neuen Kescher kaufen, so ist es nicht, aber ich werde. Ich habe auch keinen mehr, ne? Ja, komm, hau die Baum mal um, das ist gut. Ich habe die Schippe da, ich habe die Spitzhacke da, ich habe die Axt da und ich habe die Waffe da oben. Ich habe keinen Kescher mehr, okay. Heißt für mich, ich werde erstmal einen neuen bauen. Heißt, ich werde erstmal ein Seil bauen. Seil bauen, ein Seil bauen, ein Seil. Wo ist denn hier? Gibt es ein Seil? So, und wenn ich das Seil habe, dann mache ich mir einen neuen Kescher. So, dann nehmen wir den in der Hand, weil es cool ist. Und dann rennen wir mal hoch zu den Bienen. Die da oben sind die, okay. Drei Holz habe ich, das reicht für die Nacht. Oh, erstmal die Bienen fangen, die draußen rumrennen. Oh, diesmal sind eigentlich vier Stück draußen. Ich habe echt Pech gehabt, dass ich nur drei da hatte. Die Blumen nehmen wir auch mit.